Endlich geht's los. Die doch lange Zeit, jahrelange Zeit der Vorbereitung auf diese Veranstaltung hat ein Ende. So ein Abreisetag ist etwas Besonderes. Besonders auch für ein Jugendteam, das dieses Mal erstmalig von einem Sportminister verabschiedet wird. Ja, selbstverständlich. Das sind ja unsere jungen Spitzensportler und vor allen Dingen auch die Zukunft des österreichischen Spitzensports. Da haben wir natürlich große Talente, ja, die auch unterstützt gehören. Und das ist mir ein Anliegen. Ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall schon riesengroß, auch schon die Wochen davor darauf hingefiebert. Und jetzt, was endlich da ist, ist echt cool. Ich bin bester Dinge, dass wir für Buenos Aires sehr gut gerüstet sind. Wir haben die besten Athletinnen und Athleten Österreichs bei uns, darunter frisch gebackene Junioren-Weltmeisterinnen. Boah, das war unglaublich, wie ich ins Ziel gekommen bin. Dann, der Zielsprint war richtig knapp und ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich da einen Weltmeistertitel hole. Und das war einfach voll unerwartet und einfach genial. Das ist für alle etwas, was mitreißt und motiviert, weil man sieht, also anhand der Teilnehmer hier auch, an den Einzelbeispielen, da haben manche schon wirklich Großartiges geleistet. Ja, ich kann es momentan noch nicht so realisieren, dass jetzt die Reise beginnt. Ich freue mich wirklich, wirklich mega und es ist eine große Ehre für mich, dass ich überhaupt dabei sein darf. Die Damen werden wir alle gemeinsam halten und so gesehen hoffe ich, dass jeder sein Ziel erreicht und dass sich keiner verletzt vor allen Dingen. Ja, also meine Ziele sind auf jeden Fall vorne mitzuspielen und ich glaube, dass eine Medaille nicht zu große Ziele sind und ich möchte wirklich halt schauen, dass ich um Medaillen mitspielen kann. Ich werde mein Bestes geben und dann schauen wir mal, was herausschaut. Zufrieden bin ich dann, wenn die Leistungen halbwegs passen und ich ja alles geben kann und nicht wegen Fehlern oder so meine Leistung nicht sagen kann. Und sonst versuche ich einfach eben Spaß zu haben und zu genießen. Eigentlich gehe ich ziemlich locker nach Buenos Aires, weil ich habe schon so viel gewonnen. Und ja, schauen wir, wie es drüben geht. Ich glaube, wenn ich am Ende sagen kann, ich habe alles gegeben, was ich machen konnte, und dann kann ich auch zufrieden sein, egal was rauskommt.